Der Reis schmeckt total lecker, das Gemüse ist klasse und der Feta auch. Also ich finde die Kombination außergewöhnlich. Man ist immer überrascht, wie gut man einer Städelmensa, einer Unimensa, einer Akademiemensa kochen kann. Wir haben hier Kalbsgulasch mit Bulgur. Auf der anderen Seite überbackenen Feta-Käse mit Reis und Gemüse. Und es riecht gut, was mich zu dem Hinweis veranlasst, dass die Küche hier nicht so übermäßig groß ist in der Kunstschule und vielleicht ein bisschen ein persönlicher Zugriff da ist, persönlicher als in manch einer großen Mensa. Ich probiere erst mal. In diesem Falle hat die Optik einmal nicht getäuscht und der Geruch schon mal gar nicht. Man kann aber hier einfach merken, dass jemand dahinter ist, eine klare geschmackliche Vorstellung hat, nämlich eine nordafrikanische. Davon abgesehen haben wir auch gute Details hier. Das Wichtigste ist natürlich erst einmal die Würze overall. Wir haben eine schöne, komplexe Würze. Ohne zu viel Schärfe, man kann den ganzen Teller essen, ohne dass es brennt. Aber wir haben auch ein Kalbfleisch, das groß genug ist und so gut gegart, dass man es schmecken kann. Wir haben Gemüsestücke, die ein klein wenig al dente sind. Diese Individualität ergibt sich nur, wenn man es ein bisschen al dente lässt. Wenn man das alles platt garen würde, wäre es matschig, es würde einen irgendwie gearteten Mischgeschmack geben, aber nicht das, was das hier ist. Bei dem überbackenen Feta-Käse und dem Gemüse merkt man sofort wieder, dass man es mit Leuten zu tun hat, die wissen, was sie dort machen. Der Feta-Käse hat eine schöne Proportion zwischen Kruste und dem Käse. Das Gemüse hat eine wunderbare Textur. Es ist so klein geschnitten, dass es nicht nach hinten losgeht. Es gibt ein kleines Problem. Feta-Käse ist wie vieler Schafskäse, wie Sie wissen, hängt ein bisschen von dem Salz ab. Anteil ab und dieser hat einen sehr hohen Salzanteil und er ist zu hoch, der Salzanteil. Dafür ist der Reis sehr mild und wenn man das alles zusammengibt, nicht zu viel von dem Feta, wir probieren es mal. Es ist immer noch ein bisschen zu salzig, was zu Lasten der Gemüse geht. Das Geschmacksgebiet insgesamt ist aber nicht schlecht. Was die Textur angeht, hat man hier eine Menge auf dem Teller. Das ist also nicht schlecht. Also halb, halb hier, ziemlich gut da.